Machst du auch Werbung für Fake-Klamotten? Was hast du jetzt gerade gesagt? Ich mache Werbung für Fake-Klamotten. Und du sagst, ich mache Werbung für Fake-Klamotten? Junge, jetzt werde ich dich f***en. Jetzt werde ich dich f***en. Leute, wisst ihr was? Wo ich das Video gedreht habe, wo ich Werbung für diese Schuhe gemacht habe. Leute, 5 Minuten später ratet mal, wer diese Seite angeschrieben hat. Ich habe Kontakt zu den Typen, der die Schuhe verkauft, der die Klamotten verkauft. Soll ich euch mal zeigen, wer ihn angeschrieben hat? Hier, ich zeig's euch. Younes Amiri hat ihn angeschrieben. Und zwar mit... Kooperation. Einfach Kooperation. Junge, wer bist du? Bist du Barack Obama oder was? Dass sie direkt sagen, ja, komm, wir lutschen dir sogar ein. Denkst du, bist Barack Obama oder was? Er schreibt Kooperation, Fragezeichen. Schreibt doch, hi, mein Name ist Younes Amiri, ich habe über 200.000 Abonnenten. Ich hätte Lust auf eine Kooperation. Nein, er schreibt Kooperation, Fragezeichen. Ja, Lo, die lutschen dir danach sogar ein, wenn du willst. Wieso konntest du davor keine Videos gegen mich drehen? Jetzt siehst du, ich habe Hate und jetzt versuchst du mich zu ficken. Aber fick nicht mit dem Ficker, der den Ficker fickt. Glaub mir. Junge, du bist kein Mann, du bist einfach ein Yum-Yum-Kopf. Kennt ihr noch diese Yum-Yum-Nudeln? Diesen Yam-Yam-Nudeln. Aus Kiosk, kennt ihr die noch? So aus Bakkal. An die Türken, ihr wisst Bescheid. Junge, was denkst du, wer du bist? Junge, was denkst du, wer du bist? Was geht ab, Leute? Lejanko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, ich wollte euch nur kurz mitteilen, dass wir das jetzt mit John Broke geklärt haben. Also John Broke und ich, wir haben uns ausgesprochen so. Wir kommen auch miteinander gut klar, wenn man das so sagen kann. Also wir haben uns auf jeden Fall ganz gut ausgesprochen. Also kein böses Blut zwischen uns beiden. An dieser Stelle schöne Grüße an dich so. Korrekt, dass du auf jeden Fall Zeit hattest, das mit mir zu klären. So, da gibt es ja auch andere YouTuber, die keine Zeit für sowas haben. Du hast auf jeden Fall dir die Zeit genommen. Fand ich auf jeden Fall korrekt von dir. Ja, Leute, ich wollte euch einfach nur kurz sagen, dass John Broke und ich das alles jetzt geklärt haben. Weil viele nachgefragt haben, nein Leute, alles gut zwischen uns, kein böses Blut. Und ja, ich würde mal sagen, Younes Amiris Leben wird jetzt einmal kurz auseinandergenommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh mein Gott, Leute, ne? Am liebsten, ich will einfach keine Begrüßung machen. Wie lange habe ich einfach auf diesen Tag gewartet? Ganze 2 Jahre habe ich geschwiegen. 2 Jahre. Und jetzt... kann ich endlich meine Meinung dazu äußern und ich will auch einfach direkt damit anfangen. Wieso konntest du davor keine Videos gegen mich drehen? Jetzt siehst du, ich habe Hate und jetzt versuchst du mich zu ficken. Aber fick nicht mit dem Ficker, der den Ficker fickt. Glaub mir. Junge, du bist kein Mann, du bist einfach ein Yum-Yum-Kopf. Kennt ihr noch diese Yum-Yum-Nudeln, diese Yam-Yam-Nudeln? Aus Kiosk, kennt ihr die noch? So aus Bakkal. An die Türken, ihr wisst Bescheid. Junge, was denkst du, wer du bist? Junge, was denkst du, wer du bist? Alle denken jetzt wahrscheinlich, dass ich irgendwie bei ABK lutsche. Oder dass ich irgendwie ABK nachmache. Auf jeden Fall, ich habe einfach auf diesen Tag gewartet, wo ABK ein Video gegen ihn macht. Junge, lutsch noch tiefer. Komm, Junge, lutsch noch tiefer. Lutsch, lutsch, komm. Ich habe einfach geahnt, dass er ein Video gegen ihn machen wird. Weil ich konnte einfach... Ihr habt euch alle gewundert. Alle haben sich gewundert. Kollegen aus Frankfurt kamen zu mir. Schöne Grüße an euch. Younes, warum drehst du kein Video gegen Lejanko? Warum drehst du nicht das gegen ihn? Junge... Oh, wer ruft? Digga, 2.30 Uhr, Mann, wer ruft mich an? Warum drehst du kein Video gegen ihn? Warum lässt du ihm das gefallen? Er schießt gegen meine ganze Familie, Leute, gegen meine Familie. Und jeder von euch braucht jetzt nicht sagen, warum mischst du dich ein? Junge, ich bin einer mit, der seinen Mund am meisten aufmachen darf. Ja, Junge, wieso machst du denn jetzt erst den Mund auf? Wieso jetzt erst? Warum jetzt erst? Ich verstehe das nicht. Junge, du bist einfach eine kleine Pussy. Du wusstest ganz genau, wenn du damals gegen mich geschossen hättest, du hättest einfach verloren. Junge, du hast keine Eier in der Hose. Du siehst, jemand liegt auf dem Boden. Du musst jetzt aus Prinzip nochmal nachtreten. Aber mach das, komm, tret nach, komm. Fragt euch, warum ich nicht gegen ihn geschossen habe, Leute. Mit welchem Sinn soll ich denn gegen ihn schießen, okay? Er verurteilt mich wegen irgendwelchen Sachen, kritisiert mich wegen irgendwelchen Sachen. Aber jetzt mal unter uns, an alle aus der... Army, die auf Beef und so aussehen, ne? Jetzt mal an euch. Seid mal ehrlich, hättet ihr mir geglaubt, hätte ich genau die gleichen Sachen wie ABK gesagt. Junge, lutsch noch tiefer ABKs Schwanz, Junge. Nimmst du quer, hast du mehr, Junge. Was denkst du, wer du bist? Lutsch noch tiefer, komm, lutsch. Nein, Leute. Und wisst ihr warum? Ihr wisst ja alles, was passiert ist mit der ganzen Sache mit Ali und allem drum und dran, dass ich diesen Idioten noch in Schutz genommen habe und so. Junge, wo hast du deinen besten Freund in Schutz genommen? Du hast schon direkt deinen Freund verraten, wo dieser Beef da war. Du hast direkt schon deinen Freund verraten, Junge. Was laberst du da? Du hast deinen besten Freund einfach verraten. Boah, diese ehrenlose Aktion gemacht hat, jetzt mal ehrlich, als ob ihr mir da geglaubt hättet. Und jetzt ist einfach der Tag gekommen, wo ich weiß, so, okay, wenn ein ABK gegen irgendeinen schießt, dann hat das Ganze einfach einen Sinn. Junge, lutsch noch tiefer sein Schwanz, lutsch, lutsch, Junge. Sein Schwanz ist schon in deinem Rachen, Junge, was laberst du da noch? Was ein Typ, Alter. Kommen wir jetzt einfach zu dir, Lejanko. Ja, du, von wegen, Alter, redest von Respekt, redest von Ehre und redest von was weiß ich was. Redest, dass man Respekt vor seinem Vater haben soll, wovon du auch in jedem Video redest. Aber Junge, du drehst ein Video gegen meinen Vater. Junge, warum drehe ich denn ein Video gegen deinen Vater? Dein Vater nennt mich Wichser, dein Vater beleidigt mich als Hund. Und das öffentlich in einem Livestream, was ist das denn für Vater? Lass mal jetzt Lejanko, dieser Wichser, zur Seite. Ich rede jetzt über Wichser und nicht über Lejanko.
dadurch sagen sie, okay, alles klar, Younes Kerz wird gegen ihn halt auch schießen. Ne? Aber Younes ist ein anderer Typ. Also von daher, Ljanko ist ein Hund. Das ist wirklich ein richtiger Hund ist das. Ich hatte die ganze Zeit Respekt vor deinem Vater. Selbst nachdem er mich beleidigt hatte, habe ich in Videos gesagt, Onkel, scheiß drauf. Ich habe trotzdem Respekt vor dir. Junge, wie viele Kollegen sind zu mir gekommen und meinten, ey, ich würde seinen Vater direkt zurückbeleidigen. Aber ich bin nicht so, ich beleidige keine älteren Personen. Ich habe immer noch Respekt vor deinem Vater. Beziehungsweise ich hatte immer noch Respekt vor deinem Vater. Wieso soll ich mich denn entschuldigen, wenn dein Vater mich beleidigt? Eng geblieben, der Typ, Alter. Junge, er hat ein Video gegen meine 9-jährige Schwester gedreht. Gegen meine 9-jährige Schwester, Mann. Junge, wieso habe ich ein Video gegen deine 9-jährige Schwester gedreht? Junge, deine Schwester damals ein Video gegen mich gedreht. Darauf habe ich einfach geantwortet. Und ich habe nicht negativ geantwortet. Ich habe sogar im Video gesagt, dass deine Schwester voll süß ist, voll niedlich ist. Was laberst du da? Du tust so, als hätte ich sie kritisiert. Wofür habe ich sie kritisiert? Oder wobei habe ich sie kritisiert? Du hast ein Video gegen meinen Bruder gedreht. Du hast ein Video gegen meinen Vater gedreht. Junge, warum habe ich denn ein Video gegen deinen Bruder gedreht? Ich sehe auf Instagram, dein Bruder dreht ein Video, beziehungsweise er hat ein Video auf Instagram hochgeladen, wo er versucht zu rappen, um mich zu dissen. Natürlich mache ich, Ljanko, dazu auch ein Video. Ist doch ganz normal. Das würde jeder YouTuber machen. Labert er von wegen, ja, Ljanko, unsere Fans sind zu stark, dies und das. Junge, dein Bruder kann nicht rappen. Die haben es zwar versucht, aber wird nichts. Braucht er gar nicht zu versuchen. Und jetzt kommen wir zu der Sache, Mann. Junge, du hast einfach keinen eigenen Content. Du hast einfach keinen eigenen Content. Du schießt andauernd gegen andere YouTuber. Mag ja sein, jeder sieht's anders, ne? Ich habe auch vor kurzem immer Ramadan-Vlogs hochgeladen. Was heißt Ramadan-Vlogs? Ich habe einfach nur jeden Tag ein Video hochgeladen. So komisch, ich war der erste YouTuber, der dieses Jahr Ramadan-Vlogs hochgeladen hat. Ich will jetzt niemanden irgendwie kritisieren dafür, ne? Jeder darf Ramadan-Vlogs hochladen. Komischerweise hat dann der liebe Younes Amiri auch Ramadan-Vlogs hochgeladen. Genau wie Ali Hakim, der hat auch Ramadan-Lifehacks hochgeladen, genau wie ich das hochgeladen habe. So, du kopierst sogar meine Videos. Was redest du? Du darfst sogar meine Videos kopieren, ich erlaube es dir. Aber sag dann nicht im Video, du hast keinen eigenen Content. Wer bist du, dass du das sagst? Du machst nur Klicks durch Videos, wo du gegen andere YouTuber schießt. Würdest du jetzt ein Video hochladen, wie gesagt, von deinen Ramadan-Vlogs oder so, hat einfach keine Klicks gebracht. Was dachtest du dir? Okay, ich muss jetzt wieder gegen YouTuber schießen, es läuft nicht. Junge, was laberst du? Was laberst du? Guck mal meine Ramadan-Vlogs. Ich habe immer so im Durchschnitt bei meinen Ramadan-Vlogs so 50.000, 60.000 Klicks gemacht. Wie viele Abonnenten habe ich? Ich habe über 100.000 Abonnenten. So, wenn 50.000 bis 60.000 Leute meine Videos gucken, dann ist das, ey, dann ist das perfekt. Junge, deine Ramadan-Vlogs machen weniger Klicks als meine Videos. Was laberst du von wegen, ich mache keine Klicks? Ich mache mehr Klicks als du. Was redest du da? Kleiner Schwätzer, du, mit deinem Yam-Yam-Kopf. Junge, 2 Jahre lang habe ich mir das mit angehört, wie du Videos gegen mich gedreht hast, und ich habe nicht einmal meinen Mund aufgemacht. Tschüss, Junge, übertreib 2 Jahre, Alter. Was hast du denn für ein Gedächtnis? 2 Jahre haut der raus. Ich habe gerade mal vor 2 Jahren angefangen mit YouTube. Ich wusste noch nicht mal, dass es dich da gibt. Aber der von wegen, ja, ich habe mir das schon 2 Jahre lang angehört. Alles klar, Mann, alles klar. Ich konnte das auch nicht ernst nehmen, weil wer bist du? Denkst du, ich habe keine Eltern, die mir sagen, wo es lang geht oder die über mich bestimmen? Anscheinend ja nicht, ne? Dein Vater nennt andere Kinder Wichser und Hund, so. Anscheinend ja nicht. Aus Prinzip habe ich das jetzt gesagt. Och, ich hoffe, innen drinne brennt es bei dir. Aus Prinzip habe ich das jetzt gesagt. Inshallah hat dich das richtig getroffen, Alter. Machst du auch Werbung für Fake-Klamotten? Was hast du jetzt gerade gesagt? Ich mache Werbung für Fake-Klamotten. Und du sagst, ich mache Werbung für Fake-Klamotten? Junge, jetzt werde ich dich ficken. Jetzt werde ich dich ficken. Leute, wisst ihr was? Wo ich das Video gedreht habe, wo ich Werbung für diese Schuhe gemacht habe. Leute, 5 Minuten später, ratet mal, wer diese Seite angeschrieben hat. Ich habe Kontakt zu den Typen, der die Schuhe verkauft, der die Klamotten verkauft. Soll ich euch mal zeigen, wer ihn angeschrieben hat? Hier, ich zeig's euch. Younes Amiri hat ihn angeschrieben. Und zwar mit Kooperation. Einfach Kooperation. Junge, wer bist du? Bist du Barack Obama oder was? Dass sie direkt sagen, ja, komm, wir lutschen dir sogar ein. Denkst du, bist du Barack Obama oder was? Er schreibt Kooperation, Fragezeichen. Schreibt doch, hi, mein Name ist Younes Amiri, ich habe über 200.000 Abonnenten. Ich hätte Lust auf eine Kooperation. Nein, er schreibt Kooperation, Fragezeichen. Ja, lo, die lutschen dir danach sogar ein, wenn du willst. Younes, du wolltest unbedingt die Schuhe haben. Tu nicht so, du wolltest einfach unbedingt die Schuhe haben. Ich blende jetzt hier einfach ein paar Screenshots ein, dann könnt ihr ja selbst lesen. Könnt ihr einfach auf Stopp drücken und selbst lesen. Junge, diese Seite hat dir danach einen Korb gegeben, weil du nicht drauf klargekommen bist. Er hat dich gefragt, wieso du Fake-Pranks drehst, und du bist direkt abgekackt, Digga. Und du willst mir vormachen, dass ich mit Fake-Leuten arbeite? Junge, du wolltest mit dieser Seite kooperieren, was redest du? Du wolltest doch selbst mit der Seite kooperieren. Junge, ich hab dich jetzt mit diesem Video auseinandergenommen. Younes, ich bin dir ehrlich, ich wollte dich eigentlich verschonen, ne? Ich wollte dich wirklich verschonen, ich wollte gar keine Videos mehr gegen dich drehen, aber jetzt, du hast einfach verkackt. Du siehst, ich werde gerade gehatet, und schon drehst du Videos gegen mich. Junge, was war denn davor? Wo waren deine Eier davor? Du hast keine Cojones, Junge. Warte einfach nur ab, es kommt, ey, Junge, wenn ich nicht einen Blockbuster über dich drehen werde, dann weiß ich auch nicht. Nur irgendwann werde ich ein 30-Minuten-Video gegen dich drehen, ne? Ich werde von deiner Geburt bis jetzt reden, Alter. Ich werde von deiner Geburt bis jetzt sprechen. Warte ab. Ja, Leute, was ist denn eure Meinung? Schreibt mal einfach eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da auf. Ein Abo würde mich natürlich freuen. Folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Instagram. Links sind natürlich in der Beschreibung. Und ja, Leute, passt auf euch auf. Macht keine Scheiße und haut rein.
Sehen wir, wie man am Miet hier kein Kokain, Gym, ein Pumle vermiet. Sehen wir, wie man am Miet, sehen wir, wie man am Miet, sehen wir, wie man am Miet. Sehen wir, wie man am Miet. Sehen wir, wie man am Miet. Sehen wir, wie man am Miet.